Liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Euroman, das heißt wir, den England Iron Man mit dem Zuckerrohr. Ich habe hier gerade eben uns ein bisschen administrative Unterstützung geholt, dass wir mal wieder 100 Admin Macht mehr haben, denn hier wollen wir ja auch noch schön aufsteigen irgendwann mal, ne? Außerdem werden wir eventuell was zum Kernen haben. Letzte Folge haben wir gesehen, dass sich unser lieber Verbündeter Castilian wirklich um uns sorgt und dafür und hier oben March befreit, was ich sehr schön finde. Deswegen wir jetzt hier erstmal durchgehen und den Großteil unseres Landes befreien, bevor wir zu viel Kriegsmüdigkeit bekommen. An sich fällt jetzt langsam Gesamtburgund. Ich muss noch genau schauen, wie ich Frieden schließe. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall kein schöner Frieden für Burgund werden, auf lange Sicht. Gesehen. Soll es auch gar nicht. Haben sie auch gar nicht verdient. Okay, wir haben das Westafrikanische Meer erforscht. Dann würde ich doch mal sagen, erkunden wir das auch gleich. Sehr schön. Ah, auf afrikanische Kolonien hätte ich auch ein bisschen Bock. Schade, dass man nicht so wie in Extended Timeline da auch Kolonialstaaten gründen kann in Afrika. Das finde ich nämlich sehr schön. So. Zum größten Teil werde ich jetzt auch hier erstmal England befreien, bevor ich Frieden schließe. Da... Was ist mit meinen Söldnern passiert? Zu ernsthaft. Geh mal nach Somerset, bitte. Ich muss nämlich die Söldner gleich auch wieder auflösen. Die kosten mir nämlich zu viel Geld. Zu viel Geld. Aufgelöst. Aufgelöst. Na, sich 1000 Söldner hier, die können dann... Wobei wir brauchen... Wenn Castilien das gleich dann eingenommen hat, brauchen wir gar keine Söldner mehr im Heimatland. So, jetzt ist die Kriegsmüdigkeit einigermaßen unter Kontrolle gebracht. So. Wir können in London, denke ich, auch wieder die Festung ausschalten und in Lothian. Jetzt, da wir ja nicht mehr so viele Küsten zu blockieren haben und unsere Flotte sich besser bewegen kann. Sehr schön, globales Kolonialwachstum ist sehr schön. Das ist gut für unsere Zukunft. Schweiz, möchtest du nicht langsam mal einen Frieden haben? Nee, die Schweiz möchte keinen Frieden haben. Weil die Schweiz ein Arsch ist, deswegen. Frankreich hast du uns immer noch von der AEE her. Kann ich irgendwo verstehen. Ja, verbessern wir die Bedingungen, es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Hier muss ich mal 75 Diplomat ausgeben, um ein bisschen unsere Kriegsmüdigkeit zu senken. Ich habe wirklich Angst, dass uns sonst hier das Volk bald abschwackt. Und dann hätten wir ein Problem. Schön, wir verwickeln an allen Ecken und Enden die Feinde in Kämpfe. Auf nach Cambrai. So, wie sieht's denn aus? Jetzt vom Frieden her. Wenn du mir Artois gibst. Können wir jetzt mittlerweile Picardie entlassen? Nein, nicht deswegen. Du könntest die Champagne auf jeden Fall noch frei machen. Hainaut an sich wäre auch cool, wenn das frei wäre. Würde mir halt gerne noch Picardie nehmen, aber dann habe ich Angst vor einer Superkoalition. Ziel des Krieges ist, sich eigentlich Picardie zu nehmen. Deswegen, wenn ich das jetzt so mache, habe ich eigentlich gar nichts gewonnen dabei. Doppelklick Maus, hör auf. Mensch. Wir könnten den natürlich auch noch Flandern wegnehmen und so. Wir würden denen halt wieder die französischen Gebiete, die sie sich eingenommen haben, auf gut Deutsch gesagt, wegnehmen. Was ich persönlich auch sehr gut fände. Ich denke, das ist auch ein Frieden, auf den ich mich mit in langer Sicht mit anfreunden kann. Wenn wir natürlich auch noch zusätzlich extrem viel Geld rauspumpen könnten dadurch, dann wäre das noch besser. Aber hier fällt ja nach und nach alles. Also der Kriegsscore, der steigt ja nur. Ist ja nicht so, als ob der nach unten geht. Okay.
Okay, wisst ihr was? Ich gehe das sogar mal ein. Oh, Avalon ist selbst erhalten geworden. Das ist schön. Da ich Amor sowieso schon die ganze Zeit haben wollte. Und fertig. Wenn Avalon jetzt selbst erhalten ist, dann gehen wir nach Placentia. Weiter. Kolonialisieren da. Schlacht um die holländische Küste ist vorbei. So, hier teilen wir mal kurz unsere Truppen auf, dass wir hier eine Flächenbelagerung durchführen können. Schweiz hätte ich übrigens jetzt mittlerweile auch gerne mal aus dem Krieg draußen. Aber die Schweizer, die geben nicht so schnell auf, habe ich das Gefühl. Und wir haben sehr viel Manpower in dem Krieg verbraten, das muss man noch dazu sagen, Leute. Sehr viel Manpower. Ich schicke mal meine Truppen in die Normandie. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir so viel Manpower verbraten würden in den Krieg. Das ist schon sehr krass. So, du gehst weiter nach Gent. Du gehst mal nach Brabant. So, an sich ist Burgund im Arsch. Wortwörtlich. Ich weiß noch nicht genau, wie ich jetzt den Frieden schließen werde. Ich weiß auf jeden Fall, dass meine AE mir sehr viel Sorgen macht. Unglaublich viel Sorgen sogar. Deswegen ich ein bisschen... Ah. Sollte schon ein bisschen aufpassen, weil dieser Pulk, wenn die sich zusammentun in der Koalition, sind die echt eklig. Oh, Fortschritt von 3 dank meiner 3 Artillerien. Das ist doch schön. Die Festung könnte relativ schnell fallen. Koalition von Frankreich wäre halt brutal, aber auch unser Waffenstillstand mit denen geht sowieso noch 5 Jahre und mit Burgund habe ich dann auch einen relativ langen Waffenstillstand, währenddessen dieser Zeit sie nicht einer Koalition beitreten können. Ah, ich weiß nicht so recht, Niedrigen wird wahrscheinlich auch ziemlich schwierig sein. Weil doch, das können wir sogar machen. Reparationen und möglichst viel Geld aus denen rausdrücken. Wollen wir den Frieden machen? Ich denke schon, der Krieg ging jetzt lang genug. Es ist eine leichte Schwächung, nicht eine absolut unglaubliche, aber ich denke, wir haben damit einen richtig, richtig guten Frieden geschlossen. Vor allem, weil wir die Macht brauchen, die wir aus, also die Machtprojektion brauchen, die wir rausziehen aus den Feinden dadurch. Jetzt haben wir mal den Armeeunterhalt erstmal runter. Artois wird auch noch gekernt. Autonomie einfach hoch. Fertig. Unsere Flotte wird sich gleich wieder vereinen. Integriert Alencon in euren Staat. Das ist etwas, was ich vorhabe auf Dauer. Jean-Paul, wir sind gute Freunde ab jetzt. Hier hast du ein Bündnis. Alencor, bei dir muss ich noch ein Jahr warten, nicht wahr? Genau. Denn ich würde gerne... Ich weiß nicht, ob ich die Champagne vassalisieren kann auf lange Sicht. Auch wegen Entfernung der Grenzen, das macht es jetzt ein bisschen schwieriger. Aber wir werden sehen. Ich weiß, dass ich hier bei 40 einen neuen Anspruch machen kann. Und da gehe ich dann halt auf Vermandor. Aber Hauptsache erstmal, die Champagne ist sicher. Fertig. So lange dauert es nicht, bis wir die vassalisieren können. Spätestens nach dem ersten Frankreichkrieg. Nach dem nächsten Frankreichkrieg. So, da haben wir doch unsere Grenzen mal wieder ein bisschen erweitert. Es ist jetzt nicht gerade das schnellste Spiel, es ist auch nicht gerade das beste Powerplay an sich, aber... Doch, ich würde sagen, wir kommen damit ganz gut klar. Das ist unser Entdecker. Das sind unsere Flotten, die es nicht schaffen, sich zusammenzufügen. Sehr interessanterweise übrigens. Das ist so ganz habt das auch nicht raus, oder? Paradox mit den Rumschicken der Flotten. So. Ich
zahle sehr viel Zinsen, Beraterunterhalt zahle ich einiges, Instandhaltung der Festungen zahle ich was, Kolonienunterhalt, Korruption ausrotten, ich mache trotzdem Minus. Ich mache halt kaum Einnahmen gerade eben. Es ergibt irgendwie auch überhaupt gar keinen Sinn, warum ich so viel Minus mache, finde ich. Aber wechsel mal den Berater, dass wir mal wieder ein bisschen mehr Plus machen. 1,84 ist jetzt nicht gerade das beste Plus, das ich jemals hatte, aber es wird reichen, um einigermaßen die Darlehen zurückzuzahlen, die wir in den Krieg gegen Frankreich aufgenommen haben. Nehmen wir mal die Admin macht bitte. Wohlan. Die Produktionseffizienz wird sie nämlich als sehr nützlich erweisen, die wir bekommen werden. So. Doch, ich denke, wir können stolz sein auf dem, was wir hier geschaffen haben. Sehr stolz sogar. Ein Anspruch, der soll bitte auf Navarra gehen. Ja. Die Franzosen, ich dachte jetzt schon, die hätten jetzt irgendwie einen Überraschungskrieg gegen Burgund erklärt, auf irgendeine Art und Weise. Bretor steht übrigens vollkommen ohne Verbündeten jetzt nach diesem Krieg da. Was mir fast schon leid für sie tut, aber tja. Shit happens, mein Lieber. Shit happens. Kann ich mir nicht leisten mit dem Beitrag erbitten, sonst hätte ich mir jetzt aus dem Bürger ein bisschen Geld geholt. Burgund ist immer noch ein guter Rivale für uns, das passt. Ja, unsere Kolonie, die wächst auch ein bisschen. Die tut so sich. Was ich hin? Die geht alle in Chor. Ja, das ist so die Zukunftsmusik, die ich vorhab. Am 28. Juli ist uns das möglich. Oh Gott, ich werde noch viel aufnehmen müssen diese Woche. Noch sehr viel. Wenn ich will, dass ihr jeden Tag Oi bekommt, wenn ich dann erstmal weg bin. Ah, Savoy überträgt Handelsmacht an Frankreich, das ist nicht so schön. Aber Champon, du würdest doch garantiert Handelsmacht an mir übertragen, oder? Ja. ...55% deiner Handelsmacht geht nämlich gut in unser Geld rein. Hä? Wieso ist unser einer Kerl weg? Zwar ernsthaft, warum haben wir unseren einen Händler verloren? Kein Wunder, dass wir so wenig Geld machen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier keinen Handelseinfluss in den Norden übertragen kann anständig. Ich krieg da kein Geld in den Norden. Wahrscheinlich wird es, weil ich hier schon genug habe. Senden wir mal einen an die Ostsee. Wobei, nein, passt. 3,78 Dukaten. Weiter nach oben. Sollte jetzt gut in unser Geld reingehen. Ja, 426. Das machen wir mal. Denn ich möchte nationalen Steuermodifikator haben. Auch wenn ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht unbedingt die Ideen und so voll machen, aber die Steuern werden uns jetzt helfen, dass wir wieder einigermaßen Geld verdienen. Jawohl. So wie es sich gehört, Leute. So wie es sich gehört. Weil Artois und Amor werden auch langsam übernommen. Die arme Bretorche. Ja, den Krieg, glaube ich, schon fast mit am wenigsten überstanden. Unser Entdecker gibt es echt nichts mehr zu entdecken. Armer Entdecker. Armes Entdeckerlein. Kurft um die Welt ganz allein. Ohne zu wissen, was zu tun. Dieser Entdecker, wie soll er nur in Frieden ruhen? Ah, es ist
Es läuft schon sehr gut. Es läuft trotzdem schon sehr gut, würde ich sagen. Wir haben Burgund damit geschwächt, auf jeden Fall. Haben mit der Champeau einen wirklich guten Verbündeten gefunden an sich. Es ist jetzt nicht der mächtigste Verbündete. Aber es sind einfach... Es ist einfach der Handelseinfluss und alles, den wir bekommen haben. Und es hat einen unserer Rivalen echt geschwächt. Allein Cordo kommst jetzt halt trotzdem mein müsst trotzdem mein Start aufgenommen. Das tut mir fast schon leid für dich, aber muss sein. Die Diplomat brauche ich dafür, 136, jawohl. Ich habe ja noch einen monatlichen Anstieg von plus 1, das geht. Bald steige ich auch administrativ auf, darauf freue ich mich schon. Es gibt uns immer plus 5% Produktionseffizienz. Ja, es kriecht so vor sich hin. Aber ich kann auch nichts Großartiges anderes machen. Ich könnte schon technologisch und überall um einiges weiter sein. Ne? Aber mit den Herrschern, die wir haben. Ganz ehrlich, wer will denn damit auch was Gutes hinbekommen? Naja. Also ich weiß nicht, ganz ehrlich, bei unseren Leuten bin ich mir nicht so ganz sicher, ob die so gut sind, unsere Herrscher. Aber wenigstens liebt uns Kastilien. Portugal auch. Österreich an sich eigentlich auch. Was? Bürger haben die neue Weltkolonialisierung. Machen wir nochmal die neue Weltcharter auf jeden Fall. Brauchen wir. Dann wird jetzt hier gleich die Mission in der neuen Welt auch auslaufen wahrscheinlich, oder? Ach, die hält 20 Jahre, okay. Und die nächste Admin-Tech, die ist mir doch ganz wichtig. Jawohl, und dadurch, dass wir derzeit in administrativen Technologie voraus sind, tun wir sogar Korruption verhindern. Also niedriger machen, das ist doch schon mal ganz schön. Ja, wir hätten auch die Persus an sich aufspalten können, anstatt uns die Machtprojektion zu holen. Aber ich brauche einfach die Punkte. Ich bekomme dadurch halt ja, an administrativen, an diplomatischen, an militärischen Machtpunkten. Es lohnt sich halt einfach auf Dauer. Es lohnt sich auf Dauer gesehen. Unsere Mannstärke, die füllt sich auch langsam wieder auf, was auch sehr gut ist. Unsere AE reduziert sich hoffentlich merklich. Minus 70. Ach du Kacke. Minus 61. Minus 69. Es könnte eventuell eine Koalition gegen uns geben. Eventuell. Aber darauf muss ich mich halt einlassen. 11 Punkte fehlen uns. Das heißt, sollten wir irgendwann mal uns Paris nehmen oder Cambrai oder irgendwas hier in der Nähe, dann können wir die Champeau integrieren. In Placentia haben sie unsere friedvolle Siedlung angegriffen. Nee, nee, nee. Immer diese bösen, bösen, bösen Feinde. Hier ist Manhattan, okay. Das Darlehen, das zahlen wir bitte zurück. Gib mir mal den Merkantilismus, auch wenn ich eigentlich die Diplomat sparen sollte. Aber das ist mir gerade ein bisschen wert. Unbestechlich. Doch, wir machen jetzt gutes Geld, seitdem wir den Handelseinfluss übertragen und auch unseren Reidee haben, also unsere ITAM-Verordnung, die uns nochmal plus 15% nationalen Steuermodifikator gibt. Damit kommen wir doch ganz gut klar. Kabinettsminister, Marsch, Unterhalt plus 1. Wir könnten protestantisch werden. Bringt es uns aber momentan nicht. Bringt es uns aber momentan einfach nicht. Aber Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge von Urban Assault 4. Den England Iron Man. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir doch Kommentare und Bewertungen etc. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Ciao, ciao.